Hallo und herzlich willkommen bei dem Final Fantasy X Special. Wo sind wir hier? Bei der Monsteranstalt. Und das ist mein privater Blog diesmal. Da habe ich Tito Sam genannt. Einfach so. Und das Leben ist bei mir ziemlich hoch. Und so. Denn... wenn man so das Sphärobrett sieht, bei Lulu ist es fast voll. Bei Yuna auch. Fast. Bei Kimari muss auch nur noch ein ganz bisschen. Bei Wacker ist er schon ganz voll. Deswegen hat er noch 58 Sphärolevel. Tidus hat einfach nur noch 44 übrig, aber er ist auch durch. Auron ist, glaube ich, auch schon durch. Und zwar war, glaube ich, kurz davor fertig zu werden. Und er ist schon fertig gerade geworden. Und Rico ist auch fast fertig. Was wollte ich hier bei Monsteranstalt machen? Ich will hier was zeigen. Aber ich will was demonstrieren, wie man hier am besten levelt. Kämpfen. Und zwar... keiner von denen. Wo war das? Ach ja, die Kaktrees. Und es kostet... und ich habe über 1.900.000 Gil. Das ist Kaktrees. Special. Und ich habe auch deswegen ziemlich viele Fähigkeiten. Was mache ich hier? Tech? Ich weiß gar nicht, was ich bei ihm vernutzen will. Ach, es besitzt kein Geld. 10.000 Stacheln! Und, wie man sieht, ist unten der Dexter-Leist überhaupt nicht gestiegen, denn es wird stattdessen in Erfahrung umgewandelt. Und selbst Yuna macht mit ihrem Angriff über 10.000 Schaden. Im Moment hat sie keinen Hit-Expander, deswegen ist das nicht so. Vigra auf dich selbst. ...99.999 Stacheln! Das dauert jetzt eine lange Zeit. Tidus! Weißmagie! Ach, hat nicht Erzengel? Oh, doch, da! Auron! Oh!
So kriegt man ziemlich viel. Heiliger Stein? Jetzt nicht. Denn jetzt will ich euch mal einen so richtig starken Feind zeigen. Ausrüstung werde ich deswegen ändern. Nochmal Mune, Nirvana, Ultima Schwert. Übrigens, diesen Weltmeister zu bekommen war ziemlich nervenaufreibend. Ich habe alle Solaris-Waffen und seine war richtig schwer zu kriegen. Bei ihm ging es. Der Longinus. Longinus Maximus. Könnte man meinen, aber nein, er heißt nur Longinus. Und Lord Zwiebel. Oh ja, 200 Blitze ausweichen. Das hat lange gedauert. Gottes Hand. Ja. Jetzt zeige ich euch einen richtig starken Gegner. Monster Slide Special. Und zwar den Erdverspeiser. Ich zeige euch, wie man den besiegt. Technik, Tradition. Das da habe ich im Let's Play nicht hingekriegt, das zu kriegen, weil ich wusste jetzt nicht, wo das ist. So. Hingekriegt. Und? Weißmagie. Erzengel. Aha! Wacker! Natürlich nennen sie auch immer alle. Riku! 71.000 Schaden! Lulu. Habe ich Kimari schon benutzt? Schwarzmagie. Ultima. Das kann er nicht reflektieren. Aber macht trotzdem so wenig Schaden. Ach ja, sie machen das automatisch. Ob ich Kimari verwendet habe, weiß ich nicht, aber ich mache es mal. Erzengel. Wie? Ach ja, stimmt ja. Denkfehler. Und beschwören. Also so habe ich sie meinen Sand. Biomon. Andimon, ein bisschen aus Magnamon. Wo mache ich den Magnamon genannt? Keine Ahnung. Blitz. Snowy. Mr. Cool. Weil ich einfach ihn einfach so cool finde. Bahamut ist einfach nur cool. Hades. Einfach nur, weil das irgendwie so aussieht. Geldsack, weil er einfach nur geldgeil ist. Und den habe ich einfach Heiler, Krieger und Magier genannt.
Und jetzt zu Hades. Komm her. So. Ich greife ihn mal an. 99.99 Schaden. Ich halte ihn einfach mal auf dem Boden. Weißmagie. Ne, Weißmagie meinte ich eigentlich. Vitra. Was würde Hast machen? Weißmagie Vitra. Und ich mache jetzt Chaos D. So habe ich ihn früher immer besiegt. Das ist jetzt nicht, eigentlich nicht mehr nötig, aber ich nutze sie trotzdem mal. Damit es schneller geht. 212.000 Schaden. Vitra. Los. Weißmagie. Zauberabwehr erhöhe ich. Weißmagie Vitra. Normal. Rotes. Chaos D. Er hat keine Chance. Ich bin so mächtig, dass nur noch die schwarzen Bestien mich eigentlich nur noch umbringen können. Und ein paar Ausnahmen von dieser Welt hier. Vitra. Vitra. So, wie lange lebt das Vieh? Vitra. Los. Jetzt stirb doch irgendwann mal. Weißmagie, Vitra. Mensch! Der müsste auch mal sterben irgendwann. Was war das?
Irgendwas hat das irgendwie ruckeln lassen. Du müsst jetzt eigentlich nur wissen, wie viel Leben der hat. Petra. Vernichtend. Endlich ist er tot. Und er gibt 50.000. Und gibt so eine Menge Erfahrung. Und er bringt Glücksferoiden. Die Wappelmasse übrigens bringt Fortuna-Spheroiden und die ist viel heftiger. Allerdings, dass das Final Fantasy X Special war und ciao.